Wie würde man eine Heidelbeere charakterisieren? Einen leichten Knack und innen cremig, süß und fruchtig. Und deswegen machen wir jetzt einen richtigen Knack um die Heidelbeere. Es gibt nämlich eine Frühlingsrolle, also mit Heidelbeere halt gefüllt. Also, ich habe wirklich hier einen richtigen Frühlingsrollenteig. Der ist leicht salzig, aber da kommen wir später dazu. Los geht's jetzt erst einmal mit der Füllung. Und dafür nehme ich Heidelbeeren halt, ne? So, noch ein paar rein. So. Und dazu einen Quark. Weil der Quark hat natürlich einen Vorteil. Der nicht nur, dass er mit Süßspeisen gut zurechtkommt. Nein, eben weil der Frühlingsrollenteig ja so bisschen was Salziges auch hat. Das Aroma von diesem salzigen Moment passt natürlich wahnsinnig gut auch zum Quark. Und dazu brauche ich natürlich ein bisschen Abrieb von der Zitrone, weil Zitronensaft ganz wichtig ist, muss ja frisch sein. So eine Heidelbeere, schön fruchtig, aber sie ist ja auch dumpf. Der Quark bringt ja schon Frische mit, aber unbedingt schönen Spritzer Zitronensaft. Also, ich habe übrigens einen Trick. Ich habe jetzt immer die Zitrone so geschnitten, weil angeblich fallen dann weniger Kerne rein. Habe ich jetzt mal gehört, ich probiere es halt gerade mal. Also bisher klappt's. So, ich gebe noch ein paar Kürbiskerne mit hinzu, die sind schon geröstet. So, und wir brauchen einen Puderzucker. Ganz wichtig, weil es ist ja auch ein Dessert. Also. So, das verrühren wir mal. Und wenn ich das jetzt so einrollen würde in meinen Frühlingsrollenteig, dann habe ich ein Problem. Und zwar, dass das beim Erhitzen quasi rausläuft. Deswegen muss ich das noch ein wenig, ich sage mal, ich muss es binden. Dafür habe ich Semmelbrösel. So, jetzt schauen wir mal, ob das schon reicht. Ja. Also, ich habe jetzt auch die Beeren ganz gelassen. Weil in dem Moment, wo ich die so ganz lasse und man beißt nachher rein, dann krachen die natürlich so ein bisschen auf. Sie werden ja so cremig durch die Hitze auch. Aber dadurch bleibt es immer so klar definiert beim Essen. Weil du den Quark merkst, so schön ein bisschen mit der Säure. Und dann beißt du ein bisschen auf die Heidelbeere drauf. Ah, und jetzt füllen wir es mal rein. Das kann ich eigentlich schon mal wegstellen hier. So, schauen wir mal, wie heiß das Fett ist. Also, beim Frühlingsrollenteig ist immer wichtig, also der kommt ja gern auch mal, wird der ja gefroren angeboten. Also den kann man auch gefroren logischerweise kaufen und einfach im Tiefkühlfach auch aufheben. Und wenn man braucht, dann nimmt man das Backerl raus, lässt es draußen liegen. Und dann so nach 5 bis 10 Minuten kann man die oberen und die unteren quasi abziehen. Und dann ist es in der Mitte gefroren, das legt man wieder zurück. Und auch wenn es ein bisschen antaut, ist völlig wurscht. Der Frühlingsrollenteig ist hart im Nehmen, einfach wieder zurück. Okay, jetzt zum Füllen. Also, ich brauche Eiweiß, damit wir das schön zustreichen können, weil es muss gut zuhalten. Weil ich möchte natürlich vermeiden, dass in dem Moment, wo ich das ins Fett reingebe, dass das Fett auch in die Frühlingsrolle einlaufen kann. Weil das wäre natürlich alles andere als gut, weil wenn es dann reinbeißt und dann läuft der Butterschmalz raus, das will ich nicht. Es muss nur außenrum sein. Die kann man wunderbar vormachen, ist überhaupt kein Problem. Jetzt einmal so zusammenklappen. Und jetzt hochrollen. Und jetzt, vor allem wichtig, mit der Naht unten, die ja übergelappt ist, muss es als erstes in die Hitze rein, dass das auch schön zufrittiert. Das geht natürlich mit anderen Früchten auch. Also von mir aus auch Apfel. Also man könnte das im Frühjahr vielleicht auch mit Rhabarber probieren. Muss man aber aufpassen, weil wenn der warm wird, dann lässt er noch ein bisschen mehr Saft. Aber im Grunde geht es mit allem. So, schauen wir mal. Ja, so. Genauso möchte ich das. Nicht zu braun, nicht zu dunkel. Und während ich das jetzt noch kurz übergieße, darf ich eins jetzt verraten. Das ist der eine Teil vom Dessert. Der Sensationsteil kommt jetzt, weil dazu machen wir eine Schokoladen-Kürbiskerncreme. Und die ist so gut, die könnte man sogar zum Beispiel, es gibt ja so Nuss-Nougat-Cremes, die man auf ein Brot schmiert. Und in dieser Qualität und mit diesem Suchtfaktor ist genau diese Schokoladen-Kürbiskerncreme.
So, jetzt nehme ich das mal raus. Oh, sehr schön. Also, für meine Creme mache ich mir als allererstes, ich sage mal, eine Basis. Ja? So, für die Basis, oh, das mache ich schön nacheinander, brauche ich einfach Ei. Und ich habe jetzt hier Kürbiskernöl. Das mache ich auch relativ viel. Hier unten drin ist einfach nur Eigelb und ein ganzes Ei ist auch mit drin. Dann nehme ich noch Haselnussöl. Etwa dieselbe Menge wie Kürbiskernöl. So. Und das sind eben meine Aromaöle. Und jetzt gebe ich noch hinzu ein eher neutrales Öl. Und wenn man mal so auf die Packungen draufschaut von diesen Nuss-Nougat-Cremes, die es sonst so gibt, dann kann man sagen, ist es sehr ähnlich. Also wir haben ja in erster Linie ist es ja sehr viel Pflanzenöle und die werden ja emulgiert. Und im Grunde ist das die ähnliche Basis. Nur haben wir halt fantastische Öle und so weiter. So, und jetzt brauche ich den Pürierstab. Und jetzt mixe ich von unten nach oben langsam hoch. So. So, das reicht. Und jetzt fülle ich das um, weil noch ist ja nichts abgeschmeckt. Noch gibt es da noch kein Aroma drin. Das ist jetzt nur die Basis. Das ist jetzt nur mein Träger. Und jetzt wird aromatisiert. Und zwar ganz banal, dass ich zwei Stoffe brauche. Ich nehme noch Kakao und ich brauche einen Puderzucker. Jetzt machen wir erstmal einen Kakao rein, damit es schön färbt und auch schön schmeckt. So ein Esslöffel. Schön so durch. So schön einrühren. Brauchen wir noch einen Puderzucker, weil ohne Süße ist das nichts. Der wird auch reingestreut. Ich will ja nicht sagen, aber das durch diese Kürbiskerne, durch dieses Öl, riecht es so fantastisch. Das ist so der Oberknaller. Oh. Es tut mir leid, dass ich jetzt da noch diese Frühlingsleute dazu mache, weil das für sich selber ist schon so der Hammer. Und genau jetzt kann ich auch anrichten. Also, ein bisschen Puderzucker gebe ich noch drüber. Okay, ich schneide es auch einmal an, dass man schön reinschauen kann. So, machen wir ein bisschen Platz hier. So. Und so schön herrlich diese Mischung aus der Creme, also aus dem Quark, dann noch mit der Heidelbeere. Das machen wir jetzt schön so daher. Und jetzt diese sündhaft gute Schokoladen-Kürbiskerncreme. So als Tipp dazu, einfach so daneben hin. Und von mir aus machen wir halt, komm, das Auge isst ja in doppelter Hinsicht mit. Und deswegen machen wir halt noch so, machen wir noch, damit es ein bisschen so oldschool ist, machen wir jetzt noch so ein Minzblättle so mit dazu. Also, ich liebe dieses Dessert, weil natürlich hier knusprig schön diese Blaubeere und dann diese Creme dazu, das aufs Brot oder gemeinsam oder wie auch immer, das ist wieder mal so ein Highlight, wo ich total stolz drauf bin, weil aufgegabelt, das ist Herz, also meins, auf dem Teller für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald wieder. Herzlichst, der Alexander Herrmann. Ich habe ja kein Herz mehr, liegt ja auf dem Teller. Und es, wie man sieht, auch schaut aus wie eine Beere.